Börse Stuttgart TV auf der deutschen Anlegermesse. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie die Anleger auf die aktuellen Stimmungen am Aktienmarkt reagieren. Fragen wir nach bei Stefan Risse, Fondsmanager bei Hanseatische Portfolio Management HPM. Er guckt ja sowieso viel aufs Sentiment, also aufs Stimmungsverhalten. Erstmal grundsätzlich, was schnappen Sie hier auf der Messe? Der Optimismus ist wirklich groß. Er ist hier, aber auch generell für Aktien bei denen, die sich mit Börse professionell beschäftigen, so groß wie seit Jahren nicht, wie seit 2007 nicht mehr. Und das ist schön auf der einen Seite, ist natürlich immer auch ein bisschen ein Warnsignal. Heißt aber nicht, dass diese Host zu Ende sein muss, weil wenn ich mir das große Stimmungsbild angucke, also wie viele Leute besuchen diese Messe, dann muss man wiederum sagen, das Thema interessiert die breite Bevölkerung nicht. Und wenn wir uns das auf der institutionellen Seite angucken, ich sag mal, der Kapitalanleger an sich, Pensionskassen, Versicherungen, ist immer noch gnadenlos unterinvestiert in Aktien. Nur die, die sich seit ewig her mit diesem Thema beschäftigen, Vermögensverwalter, die einfach eine Aktienaffinität schon haben, die sind alle doch sehr optimistisch. Das macht den Markt zumindest aber rückschlaganfälliger. Es gibt ja auch viele Fragen, ob der DAX bei 8.000 Punkten nicht zu hoch bewertet sei. Man schaut aufs Kurs-Gewinn-Verhältnis, man schaut auf andere Höchststände aus der Vergangenheit. Aber oftmals wird ja vergessen, dass die Dividenden beim DAX reingerechnet sind und dass der DAX an sich noch viel Platz nach oben hat. Zumindest im Vergleich auch zum Dow Jones. Unbedingt Platz nach oben in Bezug auf den Vergleich mit dem Dow Jones, haben Sie vollkommen recht. In Bezug auf das KGV sogar auch ein bisschen, aber vor allem in Bezug, und das sage ich jetzt seit Monaten, Jahren, der Zinslandschaft im Verhältnis zu dem, was ich noch für festverzinsliche Wertpapiere bekomme, vom kurzen bis zum langen Ende, sind Aktien gnadenlos unterbewertet. So gnadenlos, dass ich eben schon an diese sogenannte Big Rotation auch glaube, nämlich dass diese hier noch nicht befindlichen Privatanleger und die genannten Institutionellen schon das Geld weiter in den Aktienmarkt umschichten werden und dass wir in Wellenbewegungen auch weiter nach oben laufen. Sie schauen sich nicht nur die Aktien an mit Blick auf Sentiment, auf Stimmung, untersuchen ja auch Börsenbriefe, schauen immer, wie die Bewertungen sind, gucken natürlich auch auf die Edelmetalle, also Gold. Und das ist auch für viele Anleger hier ein großes Thema. Wie sieht es hier aus? Da geht die Angst um. Da geht die Angst um, dass dieser 11-jährige Bullenmarkt jetzt tatsächlich zu Ende ist. Das ist ja so schön, nicht? 2011 nach dem Aktienabsturz, Griechenland-Krise, alle glaubten, Gold ist der letzte sichere Hafen. Seitdem konsolidiert der Markt. Wir haben das erste Kalenderjahr 2012 hinter uns gebracht, ohne neue Höchstkurse im Gold, in dem langen Bullenmarkt im Gold. Wir liegen seit 18 Monaten seitwärts quasi, sind von den Höchstkursen weit entfernt. Und das fängt an, die Stimmung doch so langsam zu verderben. Also es gibt noch relativ viele doch auch, die sagen, langfristig geht schon noch weiter nach oben. Aber die Angst nimmt zu, dass das nicht der Fall ist, weil so ein bisschen die fundamentalen Gründe fehlen. Wir haben immer noch keine Inflation, die ich ja prognostiziere, aber noch ist sie nicht da, keine Frage. Und wir haben auch nicht mehr diese Unsicherheit im Finanzsystem. Auch Zypern verunsichert nicht so nachhaltig, dass man sagt, wofür braucht man dann eigentlich Gold? Das ist aber ganz gut, wenn diese Stimmung sich noch ein bisschen weiter breit macht, es nochmal so ein Sell-Off gibt, dann würde ich wirklich reingehen, weil dann ist das spekulative Kapital draußen. Und alles spricht nach wie vor für Gold. Das Geld wird in einer Geschwindigkeit vermehrt, das Papiergeld, noch stärker als je zuvor. Die amerikanische Federal Reserve wird ihre Bilanzsumme um eine weitere Billion ausgeweitet haben am Jahresende, wenn sie so weitermachen wie aktuell. Und das werden sie, weil die Arbeitslosigkeit kriegen sie damit eh nicht so schnell runter. Sodass das Papiergeld sich immer weiter vermehrt und Gold eben nur sehr wenig sich vermehrt. Die Förderung ist sehr teuer geworden. Neue Vorkommen gibt es kaum. Die Goldproduktion eines Jahres hat den Gegenwert dessen, was die Amerikaner an Neuverschuldung jeden Monat aufnehmen. Und wenn die Stimmung dann so richtig grottig ist, dann ist genau der Punkt, wo man kaufen soll. Also Fazit, weiter Investitionen in Sachwerte, um sich abzusichern. Sachwerte können eben halt ja auch Aktien sein. Ganz genau. Aktien sind genauso Sachwerte, deswegen Aktien, Gold bei den liquiden Anlagen, Immobilien ist nicht so mein Thema, kann man auch mal machen, aber da bleibe ich dabei. Nur, man kann auch ein bisschen dynamischen Ansatz fahren, sich solche Sentiments angucken und vielleicht dann eben auch, wenn es mal sehr gut gelaufen ist, mal rausgehen, auf den Rückschlag warten und wieder reingehen. Das ist das, was ich als Vermögensverwalter umsetze. Und wenn ich das sagen darf, immer wieder mal auf Risses Blog auch reinschauen, um dort dann in jedem Falle Informationen zu bekommen. Stefan Risse, Fondsmanager hier auf der Deutschen Anlegermesse. Vielen Dank.